Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 29.07.2022 und damit den letzten Handelstag im Juli. Die Juli-Katze sieht bis jetzt relativ gut aus, muss man sagen, auch in den US-Indizes. Von daher dürfte es sehr, sehr interessant werden, wie der jetzt hier zum Freitag notiert. Denn es liegt schon eine gewisse Spannung im Raum, denn wir stehen mal wieder am oberen Trigger. Wir hatten jetzt die letzten Tage davon gesprochen, ja, grüne Kerze, schön und gut, muss halt auch alles verteidigt werden. Ich glaube, wir hatten sowas gesagt, wie sollte halt auch nicht unter 150 zurückfallen, auch nicht unter 100 und so weiter, weil das sonst sich wieder nach unten hier die 1375 einleiten würde und sehr interessanterweise hat er das Gap nicht zugemacht. Er ist aber trotzdem relativ tief reingekommen, hat sich wunderbar reaktiviert bekommen, schön rausgetragen gekriegt und dann eben jetzt hier oben auch mal die 350 überwunden bekommen. Und das ist schon fast, muss man gucken, der höchste Kerzenkloß, den wir hier drin haben. Ja, nicht ganz. Der eine ist hier noch einen Tacken höher, aber das ist auf jeden Fall einer der höchsten Kerzenklos, die wir die letzten Wochen gesehen haben. Und damit kriegt er Freitag schon eigentlich eine gute Vorlage. 500 Punkte nach oben durchballern. Also muss er nicht, natürlich, aber hat eine ganz gute Vorlage jetzt hier, mal ein bisschen wegzukommen aus diesem Handelsspann. Von daher dürfte es sehr interessant sein, wie kommt er rein, wie verhält er sich. Freitag gestartet im DAX gerne mal ein bisschen schwächer rein. Bin ich gespannt, ob das gelingt. So wie jetzt die US-Indizes erstmal auf die Zahlen aus Amerika reagiert haben, nachbörslich ist erstmal ganz gut was nach oben weggegangen. Das riecht schon fast eher nach einem Aufwärtsgap, aber wir gucken mal rein. Wir haben noch immer hier offenes Gap bei 5,50. Wir haben eine 4,55 im näheren interessanten Bereich. Das kann alles zum Freitag relevant werden. Sollte der ein bisschen tiefer reinkommen, hätte ich so einen Support um 2,50 rum. Von dort könnte er sich nochmal stabilisieren und versuchen nach oben aufzudrehen. Viel tiefer möchte ich ihn dann eigentlich nicht sehen, weil ich sag mal, aus den Bereichen wurden wir sehr oft sehr tief abverkauft und eigentlich fast jedes Mal, muss man sagen. Wenn er von hier abverkauft wurde, ist er fast immer unter 13,150 wieder zurückgekommen. Das heißt, wenn er auch jetzt hier wieder den Puck macht und unter 250 abhaut und das nicht grundsätzlich überhaupt gar nicht hier gebacken kriegt, hier drüber jetzt weiter rauszuarbeiten, müssen wir dann wieder 1,50 ansehen. 1,50 und tieferes, ne? 1,50 und dann guckt man hier, formt sich das Bollinger Band jetzt schon fast mit einem gleiten Durchschnitt und Trendlinie zusammen. Die hatten wir das letzte Mal ein bisschen knapp verfehlt, so also knapp 113.000. Ich glaube, das wäre dann Bewegungsziel, wenn er jetzt wieder scheitert. Aber dafür muss er auch ganz klar scheitern, muss sich wirklich schwach zeigen zum Freitag, dolle einknicken, dolle durchdrehen. Das darf nicht korrektiv sein, was da fällt, sondern es muss wirklich mit Dynamik dann anziehen. Dann schafft er das auch. Muss es auch nicht Freitag schaffen. Ne? Es würde reichen, wenn er sich dann zum Freitag, keine Ahnung, 113.100 legt. Dann könnte am Montag da die 12.69 und ja doch 12.69 rein. Hätte ein ja Dreifachziel. Das wäre ein interessantes Short-Setup. Würde ich so aber gar nicht mal favorisieren, weil ich sag mal, wir sind ja so lange hier in der Flagge gewesen, er hat so schön aufgedreht. Hat jetzt doch auf größere Zeiteinheit ein paar grüne Kerzen hinter sich. Also ich würde es ihm jetzt gönnen, wenn er die 3,50 nach oben rausnimmt und sich mal den nächsten kleineren Zielen hier bei 4,45, 5,50 dann versucht und die dann auch schafft. Ja, das ist es in dem Sinne auch schon. Von daher können wir sagen, wird ein interessanter Freitag, auf jeden Fall ein interessanter Freitag. Ja, also oberhalb von 2,50 wäre ich eher positiv, muss ich sagen. Ja. Gucken wir mal, was da draus macht. Ich wünsche euch gutes Gelingen, viel Erfolg. Webinar wird man am Sonntag machen für diejenigen, die die Webinare mitnehmen, die mit dabei sind. Machen wir am Sonntag. Bin samstags unterwegs. Und allen anderen wünsche ich dann ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns ja am Sonntag wieder für das Video zum Montag. Bis dahin, tschüss.